Ich bin Ilka von Zierstoff und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen wunderschönen Mantel nähen könnt. Das ist wirklich kein Hexenwerk und es geht eigentlich um die Revers-Verarbeitung. Lasst uns mal loslegen. Ich habe schon mal vorbereitet, indem ich die Schulternähte geschlossen habe und den Ärmel eingenäht habe. Im nächsten Schritt wird dann auch hier wieder ganz klassisch die Seitennaht geschlossen, vom Ärmelsaum bis zum unteren Saum. Das ist der Rumpf der Jacke. Dann habe ich hier den Kragen, den habe ich von hier bis hier verstürzt. Also die Strecke bleibt offen. Und hier habe ich die Nahtzugabe schon mal zurückgeschnitten, das Ganze auf rechts gedreht und entsprechend schon mal ausgebügelt. So, das ist der Kragen. Dann kann man hier auch immer noch mal die Ecke schön rausholen. Je nach Stoff wird der ja auch immer wieder ein bisschen anders ausfallen. Das mache ich jetzt auf der Seite und dann nähen wir den Kragen an. Hier ist es schön einfach. Es gibt nämlich keinen Innen- und keinen Außenkragen. Also es ist ein Teil zweimal zugeschnitten. Vom Prinzip her nähen wir jetzt den Kragen von der hinteren Mitte nach vorne an. So, und diese Ecke trifft auf diese Ecke und dann wird das Ganze hier nochmal angenäht, also praktisch diese Seite hier. Und die Naht trifft hier vorne exakt bis zu dem Knips. Hier ist das Vorderteil, hier ist die vordere Kante des Vorderteils, hier ist die Naht, hier ist der Knips, da trifft die Naht hier drauf und die kann ich mir hier auch schon feststecken. Und entweder nähe ich von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten. Also ich lege mir das gerne so an, dass ich von der vorderen Mitte starte. Und zwar nähe ich das von der Seite aus an, wo ich hier den Kragen nach links legen kann. Da habe ich dann die beste Möglichkeit, da ranzukommen. Das heißt, Naht auf Knips, wie gerade erklärt. So, jetzt nähe ich das Ganze an. Und hier die Ecke ist etwas länger als der Knips hier drinnen. Jetzt nähe ich exakt bis zu dem Knips. Hier habe ich nämlich noch 1 cm Nahtzugabe drin. Füßchen stecken lassen, das Ganze jetzt hier drehen, das Nähgut drehen und auf die andere Seite, also weiter nähen. Im Endeffekt habe ich jetzt eine Ecke genäht und das Ganze mache ich jetzt bis zur anderen Seite. Der Kragen ist jetzt angenäht, exakt bis zur Naht. So, und jetzt habe ich ja die andere Seite noch offen von dem Kragen. Und die andere Seite wird jetzt nach dem gleichen Prinzip an den Beleg genäht. Der Beleg ist ja exakt so geschnitten. Das heißt, der vordere Teil bleibt auf. Und jetzt nähe ich sozusagen den Beleg an die andere Seite des Kragens an. Da komme ich auch wunderbar hier ran. Und die zwei Nähte treffen dann hier exakt aufeinander. Also ich habe jetzt den Beleg unten liegen, habe am Knips hier angefangen und bis zu dem Punkt nähe ich wieder hier die Ecke. Also der trifft exakt, wenn man von der Ecke nach unten geht. Und da, bis dahin nähe ich wieder. Lass die Nadel stecken, drehe das Ganze wieder und bis zur anderen Seite. Der Kragen ist jetzt von Naht zu Naht zwischen Beleg und Vorderteil eingefasst. Und dass das Ganze jetzt hier nicht blöd aufklappt, kann ich jetzt das Ganze hier von Schulternaht bis Schulternaht oder auch noch länger, ein Stückchen länger hier fixieren. Also die Nahtzugaben aufeinanderlegen und dann einfach ganz normal hier zusammennähen. So, jetzt haben wir den Kragen fixiert hier vorne. Na, hier ist nochmal diese abgenähte Ecke. Jetzt wird das alles nochmal schön sauber ausgebügelt. Und jetzt im nächsten Schritt verstürze ich den Rest. Das heißt, ich nähe jetzt ab der Naht nach vorne und nach unten ab. Also eine ganz klassische Revers-Verarbeitung. Ich habe jetzt die Ecke genäht, dann werde ich hier gleich alles wieder zurückschneiden und ausbügeln. Hier unten am Saum habe ich auch eine Ecke im Vorderteil. Und zwar wird mich jetzt im nächsten Schritt die Strecke hier entlang genäht und dann kann ich das Ganze hier wunderbar verstürzen. Also hier wird gleich noch entlang genäht. So, jetzt habe ich noch die Seitennähte geschlossen. Hier unten abgenäht und jetzt kann ich hier auch nochmal die Nahtzugaben wieder zurückschneiden, je nach Dicke des Stoffes. Das Ganze kann ich dann gleich im nächsten Schritt hier ausbügeln. So, und dann habe ich nämlich, also lege ich mir das jetzt mal so hin. Jetzt wird mich die Saumzugabe nach innen eingeschlagen und dann wird das Ganze hier einmal abgesteppt. Und dann ist es hier am Beleg auch sauber verarbeitet. Und hier oben habe ich das jetzt Ganze, also habe ich die Nahtzugabe zurückgeschnitten und dann sieht man,
hier die schöne die Revers-Kragenverarbeitung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen Lust auf das Schnittmuster gemacht. Und damit zeige ich mal nichts mehr ran an die Nähmaschine.